Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute über das Thema aufklären, was eigentlich eine Homepage kosten darf, beziehungsweise wie ich denn das so führe. Also bei mir beginnen die Homepage-Preise so bei 999 Euro netto. Das heißt noch zuzüglich 20% Mehrwertsteuer. Da versteht sich, ist das eine eher kleinere Seite mit zum Beispiel jetzt 5 Unterseiten und einem Kontaktformular, also nicht wirklich Funktionalität etc. drauf. Im Normalfall, das was ich immer für Kunden mache, liegt so im 1500 Euro Nettobereich. Da spricht man eben dann von mehreren Unterseiten. Da ist dann auch schon von der Suchmaschinenoptimierung bei der Erstellung mache ich dann auf, bei der On-Page-Methode mache ich da auch schon Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise gebe ich dann noch eben Support dazu. Plus, es ist ein Responsive Design, sprich eben für alle mobilen Geräte zugänglich, was Google ja auch mittlerweile sehr gerne hat, beziehungsweise Google hat die Indexierung der Responsive-Seiten, sprich der mobilfreundlichen Seiten, deren vorgezogen als einer Desktop-Version. Und in dem Rahmen circa sollte auch eine Homepage kosten, wenn sie nicht allzu viele Funktionalitäten mit sich bringt. Ja? Also es kommt dann natürlich immer auf die Sonderwünsche an, aber ich sage so, ab 1000 Euro ist es realistisch. Ja? Und ihr könnt sicher auch Homepages darunter bekommen, wenn jemand, ich habe die Preise am Anfang auch natürlich günstiger machen können, weil da die Anfrage noch nicht so hoch war etc. Beziehungsweise ist es auch immer eine Erfahrung, nach 5 Jahren weiß man einfach, was da noch dazu kommt, und da kann man das schon sehr gut einschätzen. Also so in diesem Bereich zwischen 1000 und 1500 Euro aufwärts sprechen wir dann wirklich davon, dass das echt ein solides System ist. Ich mache eben das meiste, wie gesagt, mit WordPress, weil das heutzutage einfach von Kunden auch gewollt ist, weil die Funktionalität danach, die meisten wollen, ist einfach, dass sie selber ein bisschen was ändern können, was ja auch sehr gut ist, nämlich die können dann selber zum Beispiel einen Firmenblog führen oder sie können selber mal, wenn ein Text ausgetauscht werden soll, können sie den mal einfügen. Somit wollen die meisten auch irgendwie ein CMS-System, in welcher Form auch immer. Ich meine, ihr könnt euer eigenes CMS-System machen und weiterverkaufen. Da habe ich nur ein Problem damit, weil was ist, wenn zum Beispiel irgendwann mal was mit mir, hoffentlich nicht, aber mit mir passieren sollte oder mit meiner Firma, dann gibt es genug andere Agenturen, die sich mit WordPress auskennen und die das dann übernehmen könnten. Ja, das war mir immer wichtig, dass der Kunde hier ein bisschen frei bleibt, weil ich glaube, das ist einfach bei den meisten Kunden, es ist auch einfach ein irrsinnig großer Wunsch, dass die ein gewisses Freiheitsgefühl haben, und das kann man ihnen mit WordPress sehr gut eigentlich geben, weil sie dort eben vieles selber machen können. Also ich mache dann immer zu den Homepages noch dazu eine kleine Einschulung oder schicke ein PDF dazu, dass einfach diese Grunddinge abgedeckt sind, wie Text ändern oder Text vergrößern, Text verkleinern etc. Und das ist einfach sehr wichtig. Aber hier eben haltet euch eben an dieses Preisschema circa fest, ja, also 1500 Euro nehmt ihr als Mittelwert. Nach unten, nach oben ist natürlich alles möglich. Nach unten nicht mehr so weit wie nach oben, aber nach oben kann es auch bis in die 30.000, 40.000 Euro gehen, ja, je nachdem, was man macht. Wenn es zum Beispiel dann zu einem eigenen Mitgliederbereich geht, und es kommt dann natürlich auch immer darauf an, wie viele Leute auf dieser Seite sind. Wenn es zum Hosting kommt, müsst ihr da vielleicht eigene Verträge aushandeln mit Hostern etc. Das ist ja alles eure Arbeitszeit, die natürlich in irgendeiner Form dann auch berechnet wird, und da kann natürlich was drauf kommen. Aber ich sage im Normalfall 1500 Euro für eine Seite mit 10 Unterseiten und einem Support und hier dann auch noch dementsprechend ein Kontaktformular und ein bisschen die Einschulung bzw. die Erklärung in das System. Das ist echt so dieser Mittelwert, wo man wirklich ohne Bauchweh das machen kann. Und dann kommt eben noch dazu, baukastenartig muss man sich das vorstellen, wenn man zum Beispiel sagt, ja, wir haben jetzt 10 Unterseiten, Inhalt und wir wollen die Texte aber nicht selber schreiben, natürlich, dann kommen zum Beispiel Texte dazu. Also bei den 1500 Euro spreche ich davon, dass wir das System machen und das System hinstellen, aber die Inhalte vom Kunden kommen. Wenn es dann dazu kommt, dass noch Inhalte gestellt werden sollen, habe ich zum Beispiel Schreiber, die für mich das dann machen, wo dann natürlich nochmal 1000 Wörter zum Beispiel etwas kosten etc. Dort kann man sich dann natürlich dann aussuchen, ja, wenn der Kunde sagt, also er möchte ein All-Inclusive-System, er hat 10 Unterseiten, dort sollen Texte sein mit je 1500 Wörter, die vielleicht auch ein bisschen für die Suchmaschine schon gut sind. Inklusive möchte er haben eine Instagram-Verlinkung, eine Facebook-Verlinkung. Das ist grundsätzlich zum Beispiel bei mir im Paket dabei. Da kommt es aber immer darauf an, was für eine Verlinkung. Möchte er zum Beispiel, dass von der API, also mit einer API zum Beispiel abgerufen werden, seine Informationen, wie aktuelle Posts etc. Ja, dann muss man da vielleicht noch ein Plugin dazu rechnen. Da kommt dann nochmal meist so zwischen 50 und 100 Euro dazu. Ja, und dann kann
kann man zum Beispiel noch dazu rechnen, ich weiß nicht, er möchte doch dort noch nachträglich vielleicht eine kleine Funktionalität wie ein Onlineshop etc., dann geht das natürlich nach oben weiter und das ist aber dann eben komplett aufgelistet und das ist aber so dieser Mittelwert, wenn ihr zum Beispiel jetzt eine, ich sage jetzt einmal, ein Friseur seid, ja, oder ihr habt einen Friseurladen und dort wollt ihr eine einfache Homepage mit Kontaktformular, vielleicht noch mit Reservierungsmöglichkeit, dann ist man da mit 1500 Euro bis 2000 Euro wirklich schon im Rahmen und da kriegt ihr eine sehr solide Homepage und auf das würde ich mich dann auch konzentrieren. Ja, das zudem. Online-Shops wäre dann ein anderes Thema, das kommt immer darauf an, was der Kunde natürlich auch möchte, wie viele Artikel hat er, wie sollen die Artikel erstellt werden, hat er schon Produktfotos, hat er keine Produktfotos, da ist es dann schwieriger. Also ich sage, Shopsysteme beginnen so ab 2500 Euro bis 3000 Euro aufwärts, je nachdem, wie gesagt, wieder welche Größe das Ganze hat, aber dort habt ihr dann schon einmal um 3000 Euro habt ihr schon mal einen sehr soliden Webshop, auch mit WordPress gemacht etc. So biete ich das an, aber das ist auch so ein Mittelwert, sage ich so, 3000 Euro plus kann man für einen guten Onlineshop schon gut einrechnen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war jetzt mal kurz wieder so ein bisschen im Unternehmertum, weil ich immer darüber spreche, was man mit WordPress machen kann und so weiter, aber es ist vielleicht auch für den einen oder anderen einfach mal interessant, was kann oder was darf eine Webseite kosten oder was sollte eine Webseite kosten, was hat man da so für Kennzahlen. Es gibt aber sehr gute Tools, das werde ich euch vielleicht unten verlinken, wo ihr euch dann zum Beispiel euer eigenes Projekt zusammenstellen könnt und dort kriegt ihr dann auch einen Richtwert raus, was das circa kosten darf. Also dort geht das sehr spezifisch rein, was dieses Projekt eben beinhaltet und wie viel in dem Projekt gemacht wird und je nachdem kommt dann eben am Schluss circa ein Richtwert raus, an den ihr euch dann halten könnt. Ja? Solltet ihr da noch Fragen haben, wie üblich einfach unten kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, bleibt motiviert und wir sehen uns im nächsten Video.